Nach Sonic und Pokémon gibt es natürlich noch weitere Videospielcharaktere, von denen es fürchterliches gefälschtes Spielzeug gibt. Und heute kümmern wir uns mal um Mario. Konnichiwa und Wamai, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren wunderbaren Fake Toys Video hier auf Akido. Diese Mario-Plüschfigur sieht im Vergleich zu dem, was noch kommt, noch relativ normal aus. Aber trotzdem macht mir dieser Schnauze irgendwie Angst. Generell dieser Kopf. Stellt euch mal vor, Mario würde in den Spielen auch seinen Kopf haben. Okay, hier fängt es an, gruselig zu werden. Warum trägt Mario gelb? Warum trägt Luigi rot? Was soll dieser kleine asiatische Toad? Und die wichtigste Frage von allen, warum sehen Marios Augen so aus, als ob er mich töten will? Oh mein Gott. Leute, hört endlich auf, Mario ohne Mütze darzustellen. Das kann einfach nur Nintendo. Der hier sieht eher nach einem Pizzaverkäufer aus als nach Mario. Ich habe das Gefühl, Bowser leidet ein wenig unter Magersucht. Wie kann man eine Bowser-Figur herstellen, die so dünn ist? Das ist Bowser, nicht der längliche, unbeliebte Bruder von Bowser. Naja, der Bowser hier sieht schon mal weitaus besser aus. Aber seine Augen, ich meine, das wirkt so, als ob er gerade Flashback an seine Zeit in Vietnam hat. So, genug von Bowser, kommen wir wieder zu Mario. Oder wie er hier heißt, Super Powered Blumper. Und da oben steht auch noch Masters of the Universe. Das ist mir zuvor gar nicht aufgefallen. Okay, aber ganz ehrlich, dem Typ will ich nachts nicht in der dunklen Gasse begegnen wollen. Wenn man schon einen Tanuki-Mario machen will, sollte man sich schon an das Original halten. Das sieht einfach nur traurig aus. Wo wir gerade bei traurig sind, schaut euch mal das an. Was zur Hölle ist das? Mario sieht hier eher wie ein Hamster aus. Wer erschafft sowas Hässliches? Was sind das für Menschen? Erinnert ihr euch noch an dieses fürchterliche Pikachu Fahrzeug-Ding aus meinem vorherigen Fake Toys Video? Denkt nicht, Mario bleibt davor verschont. Was soll denn das? Das Ding ist eindeutig ein Koala. Ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Mario mal solche Füße hatte. Und wie kommt man auf die Idee, ein Mario daraus zu machen? Was stimmt mit den Menschen nicht? Oh mein Gott. Diese Figuren sehen eher nach Five Nights at Freddy's aus, als nach Mario. Warum haben die Teile auch immer so gruselige Augen? Was ist denn da los? Okay, der Schlüsselanhänger hier sieht ja schon mal seltsam genug aus. Aber warum sind auf der Verpackung neben Mario auch noch Minnie Maus und ein Panda? Aber gut, wenn man schon fälscht, dann auch richtig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Luigi sieht hier eher nach einem Zwerg aus. Und warum ist er so blass? Also ich glaube, Luigi macht das nicht mehr allzu lange. Verabschiedet euch schon mal von Luigi, Freunde. Und nochmal Luigi. Denke ich zumindest. Aber an dieses Outfit kann ich mich nicht erinnern. Oder an diese Füße. Was zur Hölle? Oh Mann, das ist einfach nur schrecklich. Das Teil sieht schon fast wie eine Lego-Figur aus. Was soll denn das sein? Wow, okay, ich glaube, ich habe das uneheliche Kind von Mario und Mickey Mouse gefunden. Das sieht so verboten falsch aus. Auf seiner Mütze steht nicht mal ein M, sondern irgendein Kanji. Und schaut euch mal seine Nase an. Das sieht fast so aus, als ob er ein Nashorn wäre. Ach ja, wer erinnert sich nicht an die berühmten Skateboard-Level aus Super Mario Bros. Skater? Zumindest sieht Mario hier halbwegs realistisch aus. Halbwegs. Dino und Martin. Dino und Martin. Oh Mann, ich habe ja schon viel gesehen, aber was habe ich da schon wieder gefunden? Ich bin ja großer Yoshi-Fan und das bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich sowas sehen muss. Und auch hier wieder diese gruseligen Augen. Die können sogar rot leuchten. Was soll denn das? Okay, wir haben hier einen Ball mit einem Mario, der eher aussieht wie Timmy Turner. Und rate mal, was bei ihm am schlimmsten aussieht. Genau, diese scheiß Augen. Warum machen die immer so schreckliche Augen? Was stimmt da nicht? Denen fehlt allen der Bart. Und die sind auch nicht richtig angemalt. So, eine Sache habe ich noch für euch. Und die ist schlimmer als alles, was ihr bisher in diesem Video gesehen habt. Was soll das? Ich kann nicht mal darüber lachen. Das ist einfach ein Verbrechen an der Menschheit. Ich frage mich, aus welcher Fabrik kommt sowas bitteschön? Mario sieht so nicht aus! Okay, ich glaube, wir haben genug schreckliches Mario-Spielzeug für heute gesehen. Tschamada!